Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Heute begrüße ich als alleinigen Gast in meiner Sendung Altkanzler Helmut Schmidt. Er zählt zu den großen Figuren der deutschen Politik. Und über die Parteigrenzen hinweg verkörpert er für viele den Staatsmann schlechthin. Helmut Schmidt prägte die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wie kaum ein anderer. Erst als Verteidigungs- und Finanzminister unter Willy Brandt, dann als Bundeskanzler von 1974 bis 1982. Und die größten Herausforderungen in den Jahren seiner Kanzlerschaft waren der RAF-Terrorismus, die Ölkrise und nicht zuletzt der Kalte Krieg. Jetzt, wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag, zieht der Sozialdemokrat Helmut Schmidt Bilanz seines politischen Schaffens und präsentiert zugleich eine gewohnt präzise Analyse der aktuellen Lage Deutschlands. Herr Schmidt, freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Eine Frage vorweg, Herr Schmidt. Wie geht's Ihrer Frau? Wie geht's Loki? Mittelmäßig. Was heißt das mittelmäßig? Weiß ich auch nicht. Müssen Sie den Arzt fragen. Waren Sie denn sehr besorgt? War es ein Schreck, als Sie hörten in Berlin? Es war ein großer Schreck und ich war sehr besorgt, ja. Es ist denn ein kleiner Trost für Sie, Herr Schmidt, dass Ihr Freund Siegfried Lenz ganz in der Nähe ist. Er liegt ein Zimmer weiter. Dass er in der Nähe ist, ist ein Trost. Dass er auch krank ist, ist kein Trost. Ich habe gehört, es würde ihm schon wieder ein bisschen besser gehen. Er würde bald aus dem Krankenhaus rauskommen. Beste Genesungswünsche von dieser Stelle für Loki auf alle Fälle. Sie sind viel unterwegs, Buchvorstellung in Berlin letzte Woche gewesen. Außer Dienst heißt das Buch, Public Viewing hat es gegeben im Saal. Und Public Viewing außerhalb. Keine Zeitung, die nicht berichtet. Die Süddeutsche Zeitung sagte, die Schmidt-Festspiele, die gehen bis zum Geburtstag weiter. Wie gefällt Ihnen das? Gar nicht. Und ich bin an diesen Festspielen nicht beteiligt. Ich habe alle großen Veranstaltungswünsche abgelehnt. Im Einvernehmen mit meiner Frau. Das heißt, zum 90. Geburtstag gibt es keine größeren Festivitäten, auch kein Empfang beim Bundespräsidenten? Den wird es sicherlich eines Tages geben, aber im nächsten Jahr. Am eigentlichen Geburtstag wird es so sein wie immer. Drei alte Freunde und ihre Eheweiber werden eingeladen zum gemeinsamen Essen. Das haben wir schon seit vielen Jahren so gemacht. Mhm. Das wird dieses Jahr auch nicht anders gemacht. Herr Schmidt, findet dieses gemeinsame Essen dann zu Hause in Langenhorn statt? So ist es, ja. Wer kocht? Das weiß ich nicht, jedenfalls nicht meine Frau und ich auch nicht. Gut. Wenn man jetzt mal den Komiker und Entertainer Harald Schmidt nimmt, der hat Folgendes gesagt. Es weht einen so eine sanfte Demokratiemüdigkeit an. Die Menschen wünschen sich einen aufgeklärten Monarchen, einen, der die Mühen der Ebene einfach wegraucht. Das ist ja fast ein Kaiser-Wilhelm-Phänomen. Wir wollen unseren alten Helmut Schmidt wieder haben. Nein, Kaiser Wilhelm war eine andere Type. Mhm. Das war außerdem ein gewaltiger Angeber. Außerdem bildete er sich ein, von Gottes Gnaden eingesetzt gewesen zu sein und nicht etwa vom Volke dahin gewählt. Mhm. Mit dem möchte ich um Gottes Willen nicht verglichen werden. Wie erklären Sie sich denn Ihre persönliche Wirkung? Im Wesentlichen hängt das zusammen mit dem Alter und mit den weißen Haaren. Ja, Sie haben ja letztens auch ein bisschen über Charisma gesprochen, über Charisma philosophiert und da einen Vergleich angestellt. Ja, Charisma sei eine gefährliche Kategorie in der Politik. Fällt Ihnen denn niemand ein, bei dem Charisma etwas Positives hätte? Ich habe keinen Vergleich angestellt, aber ich habe in dem Zusammenhang eine Reihe von Leuten genannt, die sich durch charismatische Begabung auszeichneten. Ich glaube, ich habe genannt Franz Josef Strauß, mhm. Ich habe genannt Willy Brandt, ich habe Kurt Schumacher genannt, ich habe Obama genannt, heute in Amerika, ich habe Adolf Hitler genannt, mhm. Und ich habe Oscar Lafontaine genannt. Einen Vergleich habe ich nicht gezogen. Was ich gesagt habe, ist, dass man als Politiker entweder durch sein Argument überzeugen muss, mhm. Oder man kann versuchen, durch charismatische Ausstrahlung Leute in seinen Bann zu ziehen. Was mich selbst angeht, habe ich immer mehr Wert auf das Argument gelegt und sehr viel weniger auf die Ausstrahlung.
Herr Schmidt, das klingt so, als wenn Sie sich in dieser Sache missverstanden fühlen, was da letzte Woche gelaufen ist. Da haben Sie recht. Ich halte nach wie vor nicht sehr viel von dem Mann, von dem wir jetzt reden, ohne seinen Namen ein zweites Mal zu nennen. Aber ein bisschen haben mich die Medien, genauer gesagt, eine Reihe von Zeitungsschreibern missverstanden. Ich halte den Vergleich eines heute Lebenden mit Adolf Hitler für dummes Zeug. Warum sind Sie missverstanden worden? Weil es den Leuten Spaß machte, mich misszuverstehen. Sie haben mal gesagt, Sie hätten ein ziemlich dickes Fell. Auch in dieser Angelegenheit bei dem Vergleich? Ja. Schnurzegal gewesen? Ja, ich habe ein dickes Fell, das ist richtig, Gott sei Dank. Haben Sie das gelernt, das dicke Fell zu kriegen, oder war das immer da? Es hat sich im Lauf des Lebens als Hornhaut gebildet. Ach, so hart ist es inzwischen doch. Ja, ja. Da geht ja nichts mehr durch. Da geht noch eine ganze Menge durch. Außerdem, das wissen Sie aus der Siegfried-Geschichte, auch jemand, der mit Hornhaut begabt ist, hat irgendwo verwundbare Stellen. Gut. Und sei es hinten auf dem Rücken. Wir haben jetzt noch über 60 Minuten Zeit. Vielleicht finden wir eine kleine, durchlässige Stelle. Herr Schmidt, was alle beschäftigt im Moment, ist die Finanzkrise, die Bankenkrise, die KfW-Überweisung. Also, die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat einfach mal noch 350 Millionen Euro an die US-Bank Lehman Brothers überwiesen, die zu dem Zeitpunkt schon so gut wie pleite war. Das war kein Buchungsfehler, wie wir heute noch mal gelernt haben, das war pure Absicht. Wie erklären Sie sich so einen Fehler? Das kann ich nicht erklären, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ein Außenstehender. Wahrscheinlich haben Sie irgendeine Absprache oder einen Vertrag erfüllt, aber das kann ich nicht erklären, das ist auch nicht mein Bier. Im Übrigen ist das eine ganz kleine Quantität verglichen mit diesen riesenhaften Verlusten, die jetzt der amerikanische Steuerzahler decken soll, und mit verglichen mit den Auswirkungen auf die ganze Weltwirtschaft. Diese Schaffung von Liquidität wird zwangsläufig dazu führen, dass nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, in Japan, sogar in China, die Preise demnächst etwas schneller steigen als bisher. Das ist eine schlimme Auswirkung dieser höchst zweifelhaften Manipulationen der amerikanischen Investmentbanker und der Fonds aller Arten. Ja. Wenn ich Finanzminister Paulsen richtig verstanden habe am Wochenende, der amerikanische Finanzminister sagt, dass auch die europäischen Staaten da zur Seite springen sollten mit Stützungskaufen, mit Geldern, um dieses Desaster ein bisschen abzufangen. Es handelt sich um ein in Amerika entstandenes Desaster, weil die amerikanischen Behörden und die amerikanische Regierung lange, lange Zeit geschlafen haben. Man konnte doch das Aufbauschen dieser Blase längst früher erkennen. Ich selber habe lange vor dem Ausbruch der Finanzkrise im Beginn des Jahres 2007 in einem langen Aufsatz hingewiesen auf die Notwendigkeit schärferer Überwachung, schärferer Kontrollen, besserer Bankaufsicht. Nehmen Sie nur den Fall, dass diese fünf großen Investmentbanken in New York, jetzt gibt es nur noch zwei, dass die nicht unter normaler Bankaufsicht standen. Unglaublich. Nehmen Sie den anderen Fall, dass von diesen 9.000 oder 10.000 Investmentfonds, Hedgefonds, keiner unter Bankaufsicht steht. Oder nehmen Sie den Fall, dass Hunderttausende von finanziellen Derivaten, sehr komplizierte Finanzinstrumente, keiner der Wertpapieraufsicht unterliegt. Gut, Herr Schmidt, dann lassen Sie aber auch nach Deutschland gucken. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, wird die genügend kontrolliert, beobachtet? Ist da genügend Aufsicht? Ich kann das von außen nicht beurteilen. Die Vorgänge, die da in den letzten Monaten öffentlich bekannt geworden sind, sprechen dafür, dass in dem Falle Kreditanstalt die Aufsicht nicht ausgereicht hat. Gut, es gibt einen Vorstand, es gibt ein Kontrollgremium darüber, bestehend aus vielen, vielen Politikern. Aber ist so ein Vorstand, so ein staatlicher Bankvorstand wirklich kompetent besetzt oder wird er nur nach der Parteienlehre? Er ist sicherlich kompetent besetzt, aber die Kompetenz allein hatten auch die Investmentbanker in New York. Sie bedarf
der Aufsicht durch Dritte Unbeteiligte. Okay. Das ist wie im Straßenverkehr. Wenn Sie, solange Sie in der Lüneburger Heide nur es mit Heidschnuckenhirten zu tun hatten, da brauchten Sie keine Verkehrsvorschriften. Aber nun sind es keine Heidschnuckenherden mehr, sondern inzwischen sind die Wege durch die Heide längst asphaltiert, eine Autobahn geht da durch. Jetzt braucht man Verkehrsregeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Fahrzeuge müssen vom TÜV abgenommen werden. Der Verkehr ist ganz dicht geworden. Und das Gleiche gilt für den Finanzverkehr. Der ist ganz dicht geworden. Und infolgedessen braucht es Verkehrsregeln. Es war eine unglaubliche Fahrlässigkeit in Amerika, auf Verkehrsregeln zu verzichten. Wenn man sich das noch mal anguckt, das ist ja eigentlich ein finanzielles Absurdistan. Also die Banken machen Profit, aber das Risiko sollen wir Steuerzahler tragen? Es ist noch viel schlimmer. Diejenigen, die das zu verantworten haben, können mit wenigen Ausnahmen strafrechtlich gar nicht zur Verantwortung gezogen werden. Noch viel schlimmer, als Sie eben gesagt haben. Schlimm genug ist, dass die Steuerzahler jetzt bluten müssen. Schlimm genug, dass in der ganzen Welt die Leute höhere Preise werden zahlen müssen in den nächsten Monaten, als es sonst notwendig gewesen wäre. Aber Herr Schmidt, was fordern Sie denn? Was muss ich da ändern? Es gibt eine große Zahl von notwendigen Korrekturen, nicht nur eine einzige. Ich will zwei wichtigste Korrekturen nennen. Die eine bezieht sich auf den Zustand der amerikanischen Volkswirtschaft. Die privaten Bürger Amerikas sparen keinen Pfennig. Der Staat spart auch nicht. Die Konsequenz ist, dass die Amerikaner insgesamt mehr verbrauchen, als sie vorher verdient haben. Oder anders ausgedrückt, Amerika ist heute der größte Auslandsschuldner der ganzen Welt geworden. Oder noch wieder anders gesagt, die größte Volkswirtschaft der Welt lebt zu einem wichtigen Teil, etwa zu 6%, von den Ersparnissen der Außenwelt. Das ist eine ganz ungesunde Situation, die zu Spekulationen, Währungsspekulationen insbesondere, einlädt. Und das ist der erste wichtige Punkt, der dringender Korrektur bedarf. Der andere wichtige Punkt ist, dass es keine international gültigen Spielregeln im Finanz- und Kapitalverkehr gibt. Jedes Land hat seine eigene Bankaufsicht nach verschiedenen Regeln, verschiedene Bilanzierungsvorschriften für Aktiengesellschaften und für Banken. Wir bräuchten eigentlich internationale Verkehrsregeln, so wie das im Luftverkehr auch der Fall ist, wie es im Seeverkehr der Fall ist. Gut, da sind wir bei so einem Punkt. Sie haben damals mit Ihrem Freund Valéry Giscard d'Estaing die G7-Organisation gegründet. Und das war ja wirklich auch dafür vorgesehen, dass der G7-Gipfel kontrolliert, auch Vorgänge kontrolliert auf dem Finanzmarkt und frühzeitig Signale setzt und Entscheidungen trifft. Hat der heutige G8-Gipfel gar keine Bedeutung mehr? Er hat an Bedeutung weitgehend verloren. Außerdem hat die Welt sich so geändert, dass eine Steuerung zu 7 oder 8 alten westlichen Industriestaaten plus Japan überhaupt nicht ausreichen. Ohne China, ohne den Mittleren Osten, OPEC, Saudi-Arabien, ohne Brasilien die Weltwirtschaft steuern zu wollen, ist eine ziemlich naive Illusion. Das heißt, das Instrument G8 funktioniert nicht mehr aus Ihrer Sicht? Kann gar nicht funktionieren. Was würden Sie da ändern? Wenn ich heute im Amt wäre, würde ich einen Gipfel vorschlagen, der die eben von mir genannten Länder selbstverständlich einschließt. China, Indien, Russland, OPEC, Saudi-Arabien, der einen schwarzafrikanischen Staat anschließt, entweder Südafrika oder Nigeria, der Brasilien oder Mexiko einschließt. Und ich bin ganz sicher, dass heutzutage nicht die Staats- und Regierungschefs in der Lage sind, die notwendigen Korrekturen zu beschließen. Es wäre mir lieber, man würde aus all diesen 12 oder 15 Staaten die Finanzminister und die Zentralbankchefs
zusammenholen. Gut, gut. Das heißt den Fachleuten. Die Politiker sind auf diesem Felde fast alle Dilettanten. Gut, wie würde Amerika auf diesen Vorschlag... Der größte Dilettant sitzt in Washington. Gut, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie würde Amerika auf diesen Vorschlag reagieren? Zunächst mal ablehnt. Die glauben, sie können alles alleine. Neuerdings hat der amerikanische Finanzminister ja die europäischen Kollegen aufgefordert, sie sollen auch Geld drucken und sollen auch öffentliches Geld ausgeben, das sie noch gar nicht haben. Gut, wir haben Valéry Giscard d'Estaing besucht und auch genau diese Frage gestellt. Was wäre damals passiert oder anders gefragt, wenn Sie beide heute noch in der Verantwortung wären? Wie hätten Sie reagiert? Hier ist seine Antwort. Ich glaube, dass wir beide, an allererster Stelle Helmut Schmidt, ich aber sicherlich auch schon vor langer Zeit, auf die Unregelmäßigkeiten des internationalen Bankensystems aufmerksam gemacht hätten. Denn das, was nun passiert, ist schlichtweg beispiellos. Nämlich die Tatsache, dass sich die Banken, anstatt ihre Arbeit als Banken zu machen, sich verhalten, als seien sie Casinos. Das heißt also, das Ganze war ein Spiel. Die Banken haben gespielt. Wären wir noch im Amt gewesen, ich denke, wir hätten ein bisschen vorausgesehen, was passieren wird. Und wir hätten von Anfang an Maßnahmen zur Schadensbegrenzung vorgeschlagen. Ja, ein Casinospiel, was die Banken da betreiben. Wäre es unter einem Kanzler Schmidt so weit gekommen? Wenn ein deutscher Regierungschef in Europa Mitspieler gefunden hätte, wie zum Beispiel Giscard d'Estaing. Und noch ein paar andere Mitspieler, zum Beispiel in Holland oder in England oder in Italien, dann hätte man gemeinsam, jedenfalls für die Europäische Union, vermeiden können, dass sie sich diesem in Wall Street in New York entstandenen Casino-Betrieb angeschlossen und sich hätten überwältigen lassen. Das hätte man wahrscheinlich dann verhindert. Aber Voraussetzung war eben, dass die Europäer gemeinsam auftreten. Ja. Ja. Was ja auch deutlich wird, dass die Politik hier strukturell nicht richtig mehr greifen kann. Ist da wirklich auch bei so einem größeren Konflikt, bei so einer Krise auch die Demokratie gefährdet? Das würde ich nicht sagen. Das ist eine entfernte Möglichkeit. Man kann das nicht hundertprozentig ausschließen. Aber ich bin dagegen, dass wir aus der Finanzkrise heute eine Krise der Demokratie herbeireden. Ja. Das wäre eine schlimme Übertreibung. Man soll den Leuten nicht unnötige Ängste machen. Aber wann wird es sozusagen gesellschaftlich gefährlich, was da passiert? Gefährlich ist die Sache auf jeden Fall, denn sie wird sich keineswegs alleine auf die Finanzwelt beschränken. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir angesichts dieser gewaltigen Liquiditätsausweitung mit stärker steigenden Preisen rechnen müssen in der ganzen Welt. So, die Bankenkrise und der Blick noch mal auf Deutschland verletzt ja auch das Gerechtigkeitsgefühl vieler Bürger. Also sie haben sich gesagt, okay, wir haben jetzt Hartz IV mitgemacht, Rente mit 67, okay, akzeptieren wir auch. Jetzt verschwinden auf einmal Milliarden von Steuergeldern irgendwo in einem schwarzen Loch. Was bedeutet das jetzt in der Wirkung auf die Bürger hin, diese Verunsicherung? Es führt sicherlich zu einer erheblichen Empörung und Enttäuschung. Hoffentlich führt es nicht zu einer übertriebenen Ängstigung. In Deutschland gibt es ja eine gewisse Neigung vieler Menschen, sich ängstigen zu lassen. Die ließen sich ängstigen heute vor 30 Jahren durch das sogenannte Waldsterben. Etwas später ließen sie sich ängstigen durch die Raketen. Dann ließen sie sich ängstigen durch Kernkraftwerke. Die Neigung zur Angst ist in Deutschland sehr ausgeprägt. Das ist ein Ergebnis der Tatsache, dass wir in zwei Weltkriegen total verloren haben und ein Ergebnis der Erinnerung an den Versuch, die europäischen Juden alle auszulöschen. Aber wenn Sie das so psychologisch einschätzen und beschreiben, ist in so einem Moment, wenn Ängste wieder da sind, ist das die Stunde der Populisten? Jedenfalls haben Populisten es in solcher Lage leichter als in einer normalen Zeit. Ja. Aber noch mal zu diesem Gerechtigkeitsgefühl. Das Gefühl der Leute ist ja so, jetzt ist genug. Wir haben... Augenblick, das ist nicht nur ein Gefühl der Leute.
Ja. Mein Gerechtigkeitsgefühl ist genauso tief beeinträchtigt, tief verletzt. Wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich habe das eingesehen, ich musste ein bisschen auf Lohnsteigerung verzichten, ich habe das verstanden mit der Agenda, ich verstehe auch, dass wir in der Gesellschaft aufgrund der Überalterung anders denken müssen, dass ich meine Rente erst mit 67 kriege. Jetzt höre ich aber, dass die Arbeitslosenzahlen runtergegangen sind, die Wirtschaft funktioniert wieder. Ich will jetzt auch mal was zurückhaben. Können Sie das nachvollziehen, dass dieses Gefühl da ist? Das kann man durchaus nachvollziehen. Ich bezweifle übrigens, dass wir alle schon die Agenda 2010 richtig verstanden haben. Viele Leute glauben, das liegt an der Globalisierung. In Wirklichkeit ist das eigentliche Problem die Überalterung der deutschen Gesellschaft. Mhm. Die Leute werden immer älter, ich bin ein Paradebeispiel dafür, und wollen immer länger Rente beziehen. Zu meiner Regierungszeit hat man im Schnitt 12 Jahre lang Rente bekommen. Heute ist die durchschnittliche Rentenbezugsdauer, so heißt das denn, Schnitt, 12 Jahre lang Rente bekommen. Heute ist die durchschnittliche Rentenbezugsdauer, so heißt das denn, 17 Jahre, 5 Jahre mehr. Ja. Und diese Renten müssen finanziert werden von jungen Leuten, die Beiträge zahlen, Versicherungsbeiträge und die Steuern zahlen. Aber es gibt immer weniger junge Leute. Diese Überalterung der Gesellschaft, Herr Schmidt, haben Sie das denn damals in Ihrer Kanzlerschaft schon tendenziell gesehen? Nein, das werfe ich mir heute vor, dass ich es damals nicht ausreichend habe kommen gesehen. Allerdings war damals, heute vor 30 Jahren, ja, das Problem überdeckt dadurch, dass am laufenden Band junge Leute, Kinder deutscher Eltern, aus dem Osten in die Bundesrepublik einströmten. Und außerdem relativ junge Leute als sogenannte Gastarbeiter aus Portugal, aus Italien, aus Jugoslawien, aus der Türkei nach Deutschland hineinströmten. Man hat nicht gesehen, dass die Gesellschaft schrumpfte, was inzwischen deutlich ist, und dass sie überalterte. Ja. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, heißt das, wir haben in der Agenda-Politik noch einiges anderes zu erwarten? Ich würde wünschen, dass die Fehler, die dabei gemacht worden sind, handwerkliche Fehler, sind ja weitgehend korrigiert und einige müssen vielleicht immer noch korrigiert werden. Aber ich würde sehr wünschen, dass die Politik der Agenda 2010, in meinen Augen eine Leistung von Kanzler Schröder, dass die fortgesetzt wird. Da wird es irgendwann zwangsläufig eine Fortsetzung geben müssen. Wenn wir das versäumen sollten, dann bringen wir in der Tat den Sozialstaat in finanzielle Bedrängnis. Mhm. Es ist heute schon so, dass ungefähr ein Drittel aller Renten aus dem Bundeshaushalt kommt und nicht aus der Rentenversicherung. Was das Thema Agenda betrifft und die Entstehung, da haben wir nachgefragt bei Gerd Schröder. So ganz unbeteiligt waren Sie daran auch nicht. Hier ist Gerd Schröder. Die Agenda 2010 ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist das Ergebnis vielfältiger Diskussionen, nicht zuletzt auch Diskussionen mit Helmut Schmidt über die notwendigen Reformen in Deutschland. Er hat mich gelegentlich im Kanzleramt besucht und ich habe davon natürlich profitiert, sowohl in der Frage der Konzeption der Agenda 2010 als auch in der Zeit der Durchsetzung. Klare Analyse und eine noch klarere Sprache im Ausdrücken dessen, was nötig ist, und einen wirklichen Mut auch, Dinge anzusprechen, die nicht oder besser gesagt noch nicht populär sind. Ich glaube, das zeichnet ihn aus und das hat ihm dann über die Jahre wachsenden Respekt eingebracht. Ja, Sie haben auch gesagt, Herr Schmidt, dass diese Agenda-Politik nicht weit genug gegangen wäre. Warum war Gerd Schröder nicht mutig genug, weiterzugehen? Er war jedenfalls sehr viel mutiger als sein Vorgänger. Der Vorgänger war 16 Jahre im Amt und hat auf diesem Felde gar nichts unternommen. Man muss übrigens bei dieser Gelegenheit deutlich erkennen, in einer Demokratie sind die politischen Führungspersonen darauf angewiesen, dass sie gewählt werden. Und jemand, der dem Volk nur unangenehme Wahrheiten sagt, der wird ungern gewählt. Deswegen sind alle Politiker bestrebt, nach Möglichkeit
dem Publikum angenehm zu erscheinen. Wenn wir bei der Agenda Politik bleiben, hat es ja die SPD auf der anderen Seite ziemlich zerrissen. Wenn diese Agenda Politik denn so richtig war, warum hat sie denn bei der SPD eine so derartige Krise hervorgerufen? Ja, ja, nicht nur bei den Sozis. Es ist ja doch durchaus bemerkenswert, dass sie eben nicht von einem CDU-Kanzler stammt. Aber sie ist natürlich unangenehm. Das ist, wie hat Eugen Roth gesagt, in Medizin muss auch wehtun. Ja. Und wenn sie nicht wehtut, dann wirkt sie nicht. Sie ist vielleicht unzureichend erklärt worden. Es bedurft enormer Erklärung. Zum Beispiel die Überalterung der deutschen Gesellschaft ist der Mehrheit unserer Bürger bisher nicht bewusst. Also Sie glauben, das liegt nicht nur an der Agenda, dass die SPD so zerrissen ist? Das ist wieder eine andere Frage. Das ist eine Frage von Personen auch zum großen Teil. Dann frage ich mal anders. Das können Sie sicherlich aus Ihrer eigenen Erfahrung als Kanzler von 1974 bis 1982 ganz gut beurteilen. Immer wenn die SPD regiert, ist sie unglücklich mit sich selbst. Dann gibt es diese Identitätskrisen. Woher kommt das? Das Wort immer würde ich streichen. Trotzdem ist Ihre Frage gerechtfertigt. Einer der Gründe ist, dass schon im 19. Jahrhundert, also heute vor beinahe 150 Jahren, als die Sozialdemokratie entstand, dass immer schon idealistische Vorstellungen, wie die Welt sein könnte, eine sehr große Rolle gespielt haben. Und immer etwas weniger beliebt waren jene Sozialdemokraten bei ihren eigenen Anhängern, die versucht haben, klarzumachen, dass das aber nicht im Handumdrehen geschafft werden kann, sondern dass es vielerlei kleiner Schritte bedarf, um zu diesem idealen Bild zu kommen. Und vielleicht, dass es überhaupt zu idealistisch war, was man sich gewünscht hat. Ja, aber das zeugt ja von einer romantischen Seele in der SPD. Nicht romantisch, aber idealistische Seele. Gut. Ja. Gut. Das andere, immer wenn die SPD regiert, spalten sich einige ab und gründen eine andere Partei. Also die Ideen aus der SPD gehen hinaus und es rekrutiert sich eine neue Partei. Damals zu Ihrer Zeit, später die Grünen, heute die Linke. Warum ist die SPD so gebärfreudig? Ich würde nicht sagen, dass das Abspaltungen nur der SPD sind. Ich erinnere Sie mal an die Zeit von Konrad Adenauer, die liegt jetzt beinahe am Anfang 60 Jahre zurück. Wie viele Parteien, rechte Parteien, hatten wir damals im Parlament, im Bundestag? Das deutsche Wahlrecht ist so beschaffen, dass Sie im schlimmsten Fall nicht wie heute 5 Parteien im Bundestag haben, sondern 19. Nämlich, wenn jede Partei 5,1 oder 5,2% der Stimmen kriegt, haben Sie 19 Fraktionen im Parlament. Und davon wird ein erheblicher Teil rechts stehen, nicht etwa links. Jetzt gibt es ja eine neue SPD-Führungsspitze. Werden Sie Frank-Walter Steinmeier unterstützen? Der hat meine Sympathie und meine Zustimmung. Das Wort Unterstützung habe ich jetzt nicht gehört. Ja, ich bin da dann mit meinem vorgeschrittenen Alter, weiß Gott, nicht geeignet, als Wahlkämpfer mich zu beteiligen. Das werde ich auch nicht tun. Nun hat der Außenminister abgelehnt, auch den SPD-Vorsitz zu übernehmen. Ist das ein Fehler? Es ist sehr schwer zu beurteilen. Ich würde nicht sagen, es sei ein Fehler. Es wiederholt sich hier etwas, was ich auch erlebt habe. Und ich habe damals von mir aus es für richtig gehalten, 2 Führungspersonen zu haben, einen Parteivorsitzenden, einen Bundeskanzler. Einige Jahre später habe ich angefangen, es für einen Fehler zu halten. Heute nachträglich bin ich wieder zurückgekehrt zu meinem ursprünglichen Urteil. Es war vielleicht doch zweckmäßig. Das kennen wir ja gar nicht von Ihnen, dass Sie des Öfteren Ihr Urteil verändern. Im Laufe des Lebens muss man zulernen. Jemand, der im ganzen Leben bei einem Vorurteil stehen bleibt,
der ist für die Politik in Wirklichkeit nicht geeignet. Da sind wir dann doch wieder bei der Kompromissfähigkeit der Politik. Ja. Gut. Also Politikern heute, gerade weil viele Berufspolitiker dabei sind, die das auch als Karriere verstehen, wird ja so ein Wille zur Macht immer unterstellt. Wie groß war denn Ihr Verhältnis zur Macht? Das war gleich null. Mich hat die Macht nicht interessiert. Mich hat auch die Karriere nicht interessiert. Was mich interessiert hat, war die öffentliche Anerkennung. Das ist wahr. Jemand, der nach Macht strebt, ist potenziell ein gefährlicher Mitmensch. Ja, wie sehen Sie denn die heutigen Politiker, die sagen, ich gehe aus meiner Berufsausbildung direkt in der Politik und manchmal brauche ich auch gar keine Berufsausbildung, ich tue es einfach aus dem Stand raus? Davon halte ich gar nichts. Jemand, der in die Politik geht, muss vorher einen Beruf gelernt und ausgeübt haben. Und zwar mit Erfolg ausgeübt haben, damit er so unabhängig bleibt, dass er jeden Tag wieder ausscheiden kann und in seinen Beruf zurückkehren kann. Haben Sie Ihren Beruf ausgeübt, Herr Schmidt? Aber ja. In welcher Zeit? Von 1949 bis 1953 und abermals von 1982 bis auf den heutigen Tag. Das Letztere weiß ich sehr gut nachzuvollziehen. Diese 4 Jahre, die Sie da eben geschildert haben, von 49 nach dem Studium bis 1953, was haben Sie da gemacht? Da war ich Angestellter in der hamburgischen Verwaltung, zunächst persönlicher Referent des damaligen Senators Karl Schillers, später Leiter seiner wirtschaftspolitischen Abteilung und noch später Leiter des Amts für Verkehr. Das bezog sich auf den Flughafen und auf die Hochbahn und so weiter. Das war eine wirtschaftspolitische Schulung, die ich da genossen habe. Also Sie waren dann schon auf dem politischen Schnüffelkurs? Nein, war ich nicht. Ich war politisch engagiert. Ich bin Mitglied der Sozialdemokratischen Partei seit 62 oder 63 Jahren heute. 63 wahrscheinlich. Ich war politisch engagiert, aber ich wollte keine politische Karriere machen. Das war nie meine Absicht. Gut. Also, was mir dann nachher aufgefallen ist, was auch in dem Buch thematisiert ist, ist sozusagen die Begegnung, ich weiß nicht, war sie 1981 oder 82, dass Sie zu dem damals sehr anerkannten und heute natürlich immer noch anerkannten Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter gegangen sind. Warum haben Sie... Ich bin nicht zu ihm gegangen. Sondern, wer ist zu wem gegangen? Wenn ich das richtig erinnere, hat es ein einziges Gespräch gegeben, und zwar auf seinen Wunsch. Auf seinen Wunsch, ja. Aber Sie haben sich ja lange mit ihm unterhalten. Wahrscheinlich mindestens eine Stunde. Er hat das anders in Erinnerung. Mach sein. Lebt er noch? Ja. Wollen wir ihn hören? Ja. Hier ist er. Ja, ich war mal von Helmut Schmidt eingeladen für ein langes Gespräch, das heißt nicht so lange vorgesehen war, aber nachher über 3 Stunden dauerte, in dem ich sehr viel von ihm erfahren habe. Und ihm aber auch einiges sagen konnte, denn es ging ihm darum zu zeigen, ich bin gar nicht nur der technische Macher, als den ich immer dargestellt werde, sondern ich habe auch eine Seele. Und die Leute verkennen mich, wenn sie mich immer als Gegner oder als Gegenstück zu Willy Brandt darstellen. Ich habe dann schon gespürt, dass er eigentlich eine Wärme auch mir hat und dass er sich einsam fühlt. Ich meine, dass er ganz ehrlich ist, wenn er sagt, dass es ihm nicht um Herrschaftsehrgeiz ging. Überhaupt dieses persönliche Herrschaftsehrgeiz, das ist nicht sein Thema. Aber dass er, ohne es zu merken, sich ein Stück weit überfordert in dem Gefühl, ohne mich geht das nicht. Ich glaube, er hat eben was Richtiges erinnert, was ich so genau ähnlich erinnere. Nämlich, ich fand es ein bisschen sehr enttäuschend, dass die Leute mich für einen Technokraten gehalten haben. Das war ich nicht. Da hat er recht. Sie fühlten sich missverstanden in der Art, wie Sie Politik gemacht haben? Von einigen Leuten mit Fleiß und Absicht missverstanden, ja. Das heißt, als Bundeskanzler, als Politiker überhaupt, kann man sich so eine weiche Seite, die er beschrieben hat, gar nicht leisten? Die muss man sich
weder leisten, noch muss man sie sich aneignen, noch darf man sie unterdrücken. Man muss derselbe Mensch bleiben, der man vorher gewesen ist und der man hinterher wieder sein wird. Ist das immer gelungen? Es ist wahrscheinlich zeitweilig sehr unterdrückt worden. Ja. Zum Beispiel während dieser schrecklichen Phase des RAF-Terrorismus unterdrückt worden. Das Wort Einsamkeit fiel da eben. Einsamkeit im Amt. Hat er das richtig beschrieben, richtig beobachtet? Ich weiß nicht, ob in diesen kurzen Worten, die wir eben gehört haben, das richtig wiedergegeben wurde. Ganz einsam ist man natürlich nicht. Ich hatte zum Beispiel sehr enge Mitarbeiter, mit denen schonungslos offen hin und her diskutiert wurde. Man war nicht ganz einsam. Man traf sich jede Woche 2-3 Mal. Da wurden unwichtige Dinge geregelt, aber es wurden auch ganz wichtige Dinge durchgekaut. Ein zweites Mal durchgekaut. Und während der RAF-Periode nicht etwa nur die persönlichen Mitarbeiter, sondern auch die Führer der Opposition, der CSU und der CDU und der FDP und der Sozialdemokratie. Ein Einzelner allein musste zwar letzten Endes die Entscheidung treffen und die Verantwortung auf sich nehmen, aber vor der Entscheidung musste er den Rat von vielen Leuten einholen. Und die haben dadurch natürlich auch Verantwortung übernommen, ohne dass das nach außen sofort sichtbar geworden ist. Herr Schmidt, gestern Abend wurde leidenschaftlich in der Sendung Anne Will debattiert über den Film Der Bader-Meinhof-Komplex, der jetzt in die Kinos kommt. Und Hans-Jochen Vogel, Ihr Freund, war da und hat kritisch angemerkt, dass dieser Film mal wieder nur aus der Tätersicht kommt. Und keiner sieht die Opfer richtig, keiner sieht die Politiker aus der Zeit richtig. Ohne dass Sie den Film kennen. Empfinden Sie das genauso? Ich kenne den Film nicht, aber ich habe das, was Sie da eben aus dem Munde von Hans-Jochen Vogel zitiert haben, ich empfinde das seit Jahr und Tag ganz genauso. Ich empfinde es empörend, dass man sich zum Beispiel für die Familien der Opfer nicht interessiert. Ich weiß nicht, wie viele Reportagen, wie viele Kommentare, wie viele Bücher es gibt, die sich beschäftigen mit der Psychologie der RAF-Mörder. Mhm. Beinahe kriegt man den Eindruck, die Ermordeten sind schuldig, die Mörder verstehen wir. Warum sind sie dazu gekommen? Als ob es darauf ankommt. Der Sohn von Mirbach, Kleist von Mirbach, der Attaché, der damals in der Botschaft in Stockholm ums Leben kam, hat es gestern genauso formuliert, hat aber auch gleichermaßen gesagt, wenn die Bundesregierung damals bei der Entführung des CDU-Politikers, des Berliner CDU-Politikers Lorenz, sich anders verhalten hätte, nicht zum Austausch bereit gewesen wäre, wenn sie hart geblieben wäre, dann wäre einiges anders gelaufen danach. Das ist denkbar. Ich habe die Entscheidung, Lorenz wegen auszutauschen, schon am nächsten Tage für einen schweren Fehler gehalten. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass eine Reihe von Jahren davor schon einmal ausgetauscht worden ist. Nämlich, damals hat die Regierung, das war die Regierung Brandt-Scheel, die Attentäter, die das Massaker unter der israelischen Olympiamannschaft in München 1972. Ja, zu verantworten hatte, die sind ausgetauscht worden gegen Menschen in einem entführten Flugzeug. Das heißt, es lag ein Präjudiz für das Verhalten der Regierung vor. Wir haben uns damals bei der Lorenz-Entführung nach diesem Präjudiz gerichtet. Und ich bin heute noch der Meinung, wie damals schon am nächsten Morgen, es war ein Fehler. Aber wir haben den Fehler dann niemals wiederholt. Mhm.
Ihre Frau Loki, als sie hier mal zu Gast war und wir über das Thema sprachen, hat sie gesagt, mein Mann war überhaupt nicht in der Lage, zu dem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung zu treffen. Er lag schwer krank im Bett, hatte 40 Fieber und war eigentlich gar nicht in der Lage, so eine schwierige Situation zu meistern. Hat sie recht in dieser Analyse? Dass ich krank war, stimmt. Aber mein Arzt, Dr. Völpel, hat mich durch Spritzen verhandlungsfähig gemacht. Mhm. Die Verantwortung für den Fehler, den wir da begangen haben, liegt bei mir. Eine Frage, die auch Sie immer wieder beschäftigt hatten, auch in den neuen Aufzeichnungen ein wichtiges Thema ist. Warum war es für Sie so wichtig, rauszukriegen, warum Brandt, Willy Brandt so viel Zuneigung erfahren hat? Das war für mich überhaupt nicht wichtig. Das war nach wie vor nicht? Das war doch offensichtlich. Er hatte auch meine Zuneigung. Ich wäre für den durchs Feuer gegangen. Bis zum Beginn seiner Regierungszeit oder bis kurz vorher. Ich habe nach wie vor einen großen Respekt vor der Lebensleistung von Willy Brandt und bin sehr zufrieden damit, dass ich als kurz vor seinem Tode, als ich ihn das letzte Mal besucht habe, sehr zufrieden damit, dass ich in dem Gefühl nach Hause gegangen bin, dass wir als Freunde voneinander geschieden sind. Aber dass seine Ausstrahlung oder sein Charisma, um das Wort von vorhin noch mal aufzunehmen, ein ganz großer Faktor in seiner Politik gewesen ist. Das braucht man nicht zu untersuchen, das war ganz offensichtlich so. Das bedarf keiner Analyse. Hat es denn so etwas wie eine Aussprache damals gegeben, kurz vor seinem Tod, in Unkel am Rhein? Es hat vielerlei Gespräche gegeben zwischen seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt und seinem Tode, viele Gespräche gegeben nach meinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt und seinem Tode. Ich habe das letzte Gespräch mit Fleiß eben hervorgehoben, weil es mir eben das Gefühl gegeben hat, wir sind nach wie vor gute Freunde. Das war ihm persönlich ziemlich wichtig. Es war mir wichtig. Ich wusste, er würde sterben. Was war denn die Bruchstelle, dass diese Beziehung so auseinanderging? Sie sind früher 1966 für ihn in die Sowjetunion gefahren, sind nach Israel gefahren, um außenpolitische Kontakte zu machen zur Zeit der Großen Koalition. Es war so eine Vorbereitung auf den Tag, dass irgendwann auch die SPD die Regierung übernimmt. Und dann mit Beginn der Regierung auf den Tag, dass irgendwann auch die SPD die Regierung übernimmt. Und dann mit Beginn der Regierung entstand eine Entfremdung? Nein, die Abkühlung begann ein oder anderthalb Jahre vor seiner Kanzlerschaft. Der Anlass dafür war die damals sehr umkämpfte Notstandsgesetzgebung, die Ergänzung des Grundgesetzes, die den Zweck hatte, die den Alliierten vorbehaltenen Rechte, Eingriffsrechte abzulösen. Die Notstandsgesetzgebung wurde ausgearbeitet von der Regierung Kiesinger-Brandt. Und sie war im Bundestag, Außenminister in der Zeit. Sie war im Bundestag umstritten, in der eigenen Fraktion besonders umstritten. Aber die sozialdemokratischen Minister dieses Kabinetts überließen die Überzeugungsarbeit. Man brauchte für eine Grundgesetzänderung zwei Drittel aller Abgeordneten. Die Überzeugungsarbeit, die notwendig war, das haben sie großzügig mir überlassen. Das galt auch für Willy Brandt. Die haben dann in den Fraktionssitzungen dabei gesessen und kaum das Wort ergriffen. Das hat mich sehr gestört. Das heißt, Sie waren auch persönlich getroffen? Es hat mich persönlich sehr gestört, ja. Ein Staatsmann, der bei Ihnen persönlich einen großen Eindruck hinterlassen hat, mit dem Sie sehr befreundet waren, Sie haben auch in einem Buch mal geschrieben, ich habe ihn geliebt, ist Anwar al-Sadat. Warum standen Sie sich und Sadat so nah? Was war das für eine Männerfreundschaft? Schwer zu sagen. Am Anfang wahrscheinlich gegenseitige Sympathie. Aber dann habe ich
zu seinen Lebzeiten von ihm ungeheuer viel gelernt. Ja. Ich wusste vorher nichts vom Islam. Alles, was ich zunächst vom Islam begriffen habe, stammt von Sadat. Und ich habe alles das, was er mir gesagt hat, über die gemeinsamen Wurzeln, zum Beispiel des Judentums, des Christentums, des Islam, das habe ich dann in den folgenden Wochen, Monaten versucht nachzuprüfen, soweit ich dafür Zeit hatte, habe Bücher gelesen, Koran gelesen, Bibel gelesen, verglichen, Altes Testament, Neues Testament. Das heißt, er hat eine Sicht für mich eröffnet, die ich vorher nicht kannte, die ich nicht hatte. Er war der Meinung, dass die drei monotheistischen Religionen gemeinsamen Ursprung hatten. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Heute wissen das viele Leute. Damals war das relativ ungewöhnlich. Ich habe auch nicht gewusst, dass Jesus von Nazareth im Koran hinter dem Propheten Mohammed die zweitnächst wichtige Person ist. Das habe ich von ihm gelernt. Was mir an ihm imponiert hat, war, dass er das nicht als Theorie im Hinterkopf hatte, sondern dass er die praktische Schlussfolgerung gezogen hat und sich quasi selbst eingeladen hat, bei seinem Feind aus mehreren Kriegen und in die Knesset nach Jerusalem gegangen ist, um Frieden anzubieten. Und dafür ist er dann ja auch umgebracht worden, so wie später ähnlich ein Israeli, Yitzhak Rabin, umgebracht worden ist von seinen eigenen Landsleuten. Ebenso wie Sadat von seinen eigenen Landsleuten ermordet worden ist. Haben Sie mit ihm darüber persönlich geredet damals, dass diese Reise nach Jerusalem... Wir haben darüber mehrere Male vorher geredet. Wusste er um die Gefahr? Ja, das wusste er sehr deutlich. Ja. Er wusste auch, dass er sich mit dieser Reise innerhalb der Arabischen Liga isolieren würde. Er wusste auch, dass man ihn nach dem Leben trachtete. Und das hat er alles bewusst in Kauf genommen. Haben Sie ihn ermutigt zu dieser Politik auch? In meinen Augen war der Mann ein Held. Ja. Herr Schmidt, wir haben seine Witwe in Kairo besucht und mit ihr ein kurzes Gespräch geführt. Hier ist sie. Als ich damals nach dem Tod meines Mannes nach Deutschland kam, haben die Schmidts mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Frau Loki hat für uns gekocht und Helmut Schmidt und ich unterhielten uns die ganze Zeit. Später kam seine Frau dazu und wir haben zusammengesessen. Helmut Schmidt war ein wirklich wundervoller Freund, wie man ihn heute kaum noch findet, und sprach sehr viel von meinem Mann. Auch als er später nach Kairo kam, um eine Vorlesung zu halten, bat er darum, nein, er bestand sogar darauf, mich in meinem Haus zu besuchen. Ich war wirklich glücklich über seinen Besuch und darüber, dass er sich erinnerte. Wir haben die ganze Zeit über Sadat gesprochen, über ihre Freundschaft, ihre Beziehung zueinander. Wie gesagt, mein Mann bewunderte und verehrte Helmut Schmidt als einen großen Staatsmann und als einen Freund und als Teil unserer Familie. Bis heute ist er der Einzige, dessen Bild ich in meinem Haus aufgestellt habe. Ja, und Sadat, Herr Schmidt hat noch weiter angeführt, Sie mögen doch mal... Ich finde es sehr rührend, was sie da gesagt hat. Ich habe gesagt, ehe ich das wusste, was sie sagen wird, in meinen Augen war er ein Held. Dabei bleibe ich. Herr Schmidt, wir haben das Gespräch letzte Woche aufgezeichnet mit ihr. Sie führt das Erbe ihres Mannes fort durch ihre Lehrarbeit in Maryland, in Amerika. Sie pendelt immer zwischen Kairo und Maryland. Sie hat nebenbei noch gesagt, Mensch, es wäre doch toll, wenn Herr Schmidt nach Maryland mal vorbeikäme. Ja. Ja. Was glauben Sie, ist von der Politik von Sadat geblieben? Sein Nachfolger Mubarak, ja, der jetzt ungefähr ein Vierteljahrhundert
im Amte ist, war damals sein Vizepräsident. Und in der gedanklichen Vorbereitung der Idee des Besuches in Jerusalem in der Knesset, in der gedanklichen Vorbereitung hat Sadat damals zweimal oder dreimal seinen Vizepräsidenten Mubarak nach Bonn geschickt, um mit mir über das eine oder andere zu sprechen. Und dann kam es schließlich tatsächlich zu diesem Besuch. Das heißt, Mubarak war der gleichen Auffassung wie sein Präsident Sadat. Und wenn ich es richtig verstehe, ich bin lange nicht in Kairo gewesen, wenn ich es richtig verstehe, hat er gegen erhebliche Widerstände im eigenen Volk Sadats Politik gegenüber Israel fortgesetzt. Habe ich ihm hoch angerechnet. Wenn man nochmal den Grundgedanken von Sadat nimmt, dass die drei monotheistischen Religionen ihren gleichen Ursprung haben, warum wissen wir, lieber Herr Schmidt, so wenig über die anderen Religionen? Das ist im Wesentlichen ein Fehler in Deutschland der Kirche, der Kirchen. Mhm. Unsere Bischöfe und unsere Pastoren haben uns erzogen, abfällig über den Islam zu denken. Sie haben uns überhaupt dazu erzogen, abfällig zu denken über andere Religionen. Ich erzähle immer dasselbe Beispiel. Als ich ein kleiner Junge war, in Barmbek in Hamburg, und man hatte eine Rempelei auf der Straße mit anderen Jungs, dann war es ein Schimpfwort, zu dem anderen zu sagen, du bist ja katholisch. Das war was Negatives. Wir sogenannten Protestanten fühlten uns erhaben über Katholiken. Das heißt, unsere Pastoren, unsere Priester, unsere Bischöfe, aber auf islamischer Seite ebenso die Mullahs und die Ayatollahs. Auf beiden Seiten haben die Priester Schuld daran, dass wir keine Toleranz gelernt haben gegenüber anderen Religionen. Sadat hat da damals auf die Gefahr eines Clash of Civilization hingewiesen. Für wie real halten Sie denn diese Gefahr heute? Die Gefahr ist heute größer als damals. Hat das auch was? Eine der Faktoren, die damals eine geringe Rolle gespielt haben, ist heutzutage der islamistische Terrorismus. Ja. Mit der Gefahr, dass wir, die wir vom Terrorismus betroffen werden, dass wir fälschlicherweise diese Terroristen für typisch für die über eine Milliarde muslimischer Gläubiger halten. Es hat auch zu meiner Regierungszeit islamistischen Terrorismus gegeben. Ich erinnere an das Attentat auf die Islamiszeit, islamistischen Terrorismus gegeben. Ich erinnere an das Attentat auf die israelische Mannschaft in München. Ich erinnere an die Entführung des Lufthansa-Flugzeuges nach Somalia. Das waren islamistische Terroristen, die mit deutschen Terroristen zusammenarbeiten. Es hat also Terrorismus von islamistischen Radikalen damals auch schon gegeben, aber inzwischen hat es ein riesenhaftes Ausmaß gewonnen. Ja. Am schlimmsten das Attentat auf die beiden Hochhaustürme in Manhattan im Jahre 2001. Und das hat auf beiden Seiten die latenten Spannungen wesentlich verstärkt. Es kommt hinzu, dass es immer noch keine Lösung gibt für den Nahostkonflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. Wenn man jetzt mal den Irakkrieg nimmt, zum Thema Verständigung der Religionen untereinander, ist die Chance dadurch weiter gesunken? Jedenfalls hat das der Verständigung überhaupt nicht genützt, sondern hat im Gegenteil die Verständigung erschwert. Wie groß oder wie klein die Chancen heute sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe eine Reihe von muslimischen Freunden oder guten Bekannten. Derjenige, der herausragte, war Anwar al-Sadat, der ist tot. Aber es gibt eine Reihe von Leuten,
die als muslimische Gläubige für mich absolut überzeugend daran arbeiten, dass gegenseitig Toleranz hergestellt werde. Es gibt auch auf der christlichen Seite, Leute, ich muss hier Hans Küng erwähnen, als eine wichtige Führungsfigur. Sie haben viel mit ihm diskutiert über Glaubensfragen? Nicht nur einmal, viele Male, ja. Hier ist Hans Küng, wir haben auch ihn gefragt. Herr Küng gibt sich nicht religiös, aber ich weiß, dass er ein Suchender ist. Und er war enttäuscht von der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich manchmal geärgert über Theologen und Pfarrer, die sich moralisierend, unsachgemäß in die große Politik eingemischt haben. Aber ich weiß, dass er sich für Fragen der Philosophie, der Religion interessiert. Und ich habe im Gedächtnis dieses lange Nachtgespräch noch vor kurzem, das wir geführt haben, das nicht zuletzt über den Gottesbegriff des jüdischen Philosophen Spinoza ging. Ich weiß, er sucht noch weiter. Sind Sie ein Suchender? Ich würde es so nicht ausdrücken, aber Küng hat recht. Ich habe mich inzwischen mit vielen Philosophien beschäftigt. Ich hatte ja auch Zeit. Und in dem Zusammenhang muss ich insbesondere hervorheben, dass ich stark beeindruckt bin von Konfuzius und vom Konfuzianismus und von der gesamten Entwicklung der chinesischen Kultur. Konfuzius hat beinahe ein halbes Jahrtausend vor Jesus von Nazareth gelebt. Sie kommen eigentlich aus einem Haus, protestantisch erzogen, ganz im Gegensatz zu Ihrer Frau, die in einem atheistischen Haushalt aufgewachsen ist. Warum haben Sie den Weg zum Glauben nie gefunden? Ich habe ihn nicht sonderlich gesucht. Ich habe während des Krieges das grauenhafte Ende vorhersehend geglaubt. In der katastrophalen Situation, in der unsere Nation sich nach dem Kriege befinden würde, dann würde es auf die Kirchen ankommen, um Moral und Anstand wiederherzustellen. Das habe ich geglaubt. Deswegen haben wir uns auch kirchlich trauen lassen, während des Krieges. 1942. Ja, aber nach dem Kriege habe ich gesehen, das war eine naive Überschätzung dessen, was die Kirchen leisten konnten. Die waren wirklich außerstande, das zu leisten. Aber zum Glauben habe ich eigentlich nie ein enges Verhältnis gehabt. Ich habe ihn auch nicht gesucht. Das war der Grund, weshalb Sie 1942 im Krieg auch kirchlich geheiratet haben? Das war der Grund. Wir haben gewusst, der Krieg wird nicht nur verloren, sondern wir werden in Erdlöchern hausen, im besten Falle in Baracken. Und die Moral wird zum Teufel gegangen sein. Aber sie muss wiederhergestellt werden. Und das werden die Kirchen tun. Das war die Vorstellung. Deswegen muss man die Kirchen stützen. Und deswegen haben wir uns kirchlich trauen lassen. Ja. Für meine Frau war das gar keine einfache Entscheidung. Denn sie musste erst mal getauft werden, damit die kirchliche Trauung möglich war. Familie Glaser war nun nicht kirchlich sehr interessiert. Nein. Ihr Vater fand es auch nicht so toll, dass Sie geheiratet haben. Was war sein Grund? Das hatte hiermit gar nichts zu tun. Der war der Meinung, der Helmut hat ja noch gar keinen Beruf. Ja. Er kann doch gar keine Familie ernähren. So ganz pragmatisch. Ja. Ja. Ne? Kleinbürgerlich. Wie haben Sie ihn überzeugt? Ich habe ihn nicht überzeugt, ich habe geheiratet. Ja, gut. Ich weiß ja von Ihrer Frau, dass Sie, als Sie das erste Mal zu der Familie Glasers kamen, ich glaube, das war in der Zeit, als Sie in Hamburg-Horn gelebt haben, wie kann man in so einfachen Verhältnissen leben? Warum waren Sie das erste Mal so schockiert, als Sie bei Loki zu Hause ankamen? Da war ich 10 Jahre alt oder 11. Das waren wirklich ärmliche Verhältnisse, ja. Und als ich nach Hause kam, habe ich gedacht, das ist ungerecht, dass Menschen so leben müssen. Dieses Gefühl, dass die krassen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft aufhören sollten, das hat mich mein ganzes Leben lang nicht mehr verlassen. Aber es stammt aus der
Kindheit. Das heißt, dieses Erlebnis, die erste Begegnung mit Loki und der Familie, war so prägend für Sie? Weniger mit Loki als mit der Familie und den, den Lebens- und Wohnverhältnissen der Familie, ja. Wobei der Vater von Loki ja ganz nach dem Prinzip gelebt hat, Wissen ist Macht. Er war sehr bildungshungrig, hat versucht, immer viele Dinge noch mal neu zu bewegen. Als Sie 1945 aus dem Krieg kamen, haben Sie gewusst zu dem Zeitpunkt, eine Ahnung gehabt, was Demokratie sein könnte? Nein. Ein bisschen Ahnung hatte ich erstmalig gewonnen in der Kriegsgefangenschaft in Belgien, weil ich das Glück hatte, mit zwei oder drei deutlich älteren, lebenserfahreneren Kameraden zusammen zu sein. Von denen habe ich die Anfangsgründe gelernt. Ja. Bis zum Kriegsende habe ich das Wort Demokratie, nicht mal das Wort, kaum gekannt. Ich meine, die Auseinandersetzung mit dem, was im Krieg und im Dritten Reich passiert ist, hat natürlich immer wieder auch zum Konflikt zwischen Eltern und Kindern geführt. Ich habe ein altes Buch von Ihnen gefunden, Kindheit und Jugend unter Hitler. Es haben mehrere Autoren geschrieben, unter anderem auch Ihre Frau, Hannelore Schmidt. Und auf Seite 269 kommt es zu einer sehr persönlichen Aussage Ihrer Tochter Susanne. Die ist 1947 zur Welt gekommen. Die sagt, Vater, es wird nicht klar, warum du so lange ein politisch Nichtdenkender, ein apolitischer Mensch gewesen bist. Das Nichtwissen oder das Nichtwissenwollen über die Judenfrage kommt entschieden zu kurz. Hat sie diese Kritik getroffen, Ihrer Tochter? Damals ja, aber die Kritik war nicht gerechtfertigt. Meine Tochter ist nach dem Krieg geboren. Ja. Die kann sich oder konnte sich, als sie das damals gesagt hat, gar nicht vorstellen, dass man in der Nazizeit aufwachsend vieles gar nicht wissen konnte. Heute würde sie das anders beurteilen. Inzwischen hat sie natürlich eine ganze Menge dazu erfahren. Ich habe aber diese Äußerung meiner Tochter mit voller Absicht in dem Buch zitiert, weil ich zeigen wollte, dass es ganz natürlich ist, dass die nachgeborenen Generationen die Situation derjenigen, die in der Nazizeit aufgewachsen sind, in Wirklichkeit kaum verstehen können. Hat Ihre Tochter Sie sehr gequält mit Fragen? Vater, warum wusstest du nichts? Nein, hat sie nicht. Ich glaube, ich hatte ihr ein erstes Manuskript dieses Buches zur kritischen Durchsicht gegeben. Und daraufhin kam diese Äußerung, die habe ich dann ins Buch aufgenommen. Ich glaube, damals lebte sie schon lange nicht mehr in Deutschland. Sie hat Deutschland verlassen müssen oder verlassen wollen, weil sie sich mit Recht von der RAF bedroht fühlte. Herr Schmidt, ich weiß, dass Ihre Tochter damals gern die Zweigstelle der Deutschen Bank in Lüneburg übernommen hätte. Aber dann hat man ihr wohl nahegelegt, dass das nicht geht, weil sie unter ständiger Bewachung war. War das der Grund, weshalb sie nach London gegangen ist zur RAF-Zeit? Das ist richtig, ja. Aber sie lebt seitdem im Ausland, ja. Wir haben mit Angela Merkel gesprochen, der Bundeskanzlerin. Welche Beziehung, welche Erinnerung sie mit Ihnen verbindet? Und da sie aus Hamburg kommt, hat es viel mit ihrer Arbeit als Innensenator zu tun. Hier ist Angela Merkel. Bei Helmut Schmidt denke ich zuerst an das Jahr 1962. Ist Angela Merkel. Bei Helmut Schmidt denke ich zuerst an das Jahr 1962. 1962 gab es in Hamburg eine große Sturmflut. Hamburg ist meine Geburtsstadt. 1961 war unsere Familie durch den Bau der Berliner Mauer getrennt worden. Wir konnten unsere Verwandten in Hamburg nicht mehr besuchen. Umso unerträglicher war es, hilflos im Radio die dramatischen Ereignisse um die Sturmflut zu verfolgen. Helmut Schmidt hat damals als Innensenator beherzt gehandelt. Und das hat uns etwas gegeben, was unersetzlich ist: das Gefühl von Vertrauen. Ja, ist ein großes Kompliment von Angela Merkel, das Gefühl von Vertrauen. Wie schafft man als Politiker, Herr Schmidt, Vertrauen? Jemand, der sich bemüht, Vertrauen zu schaffen, der ist falsch gewickelt. Warum? So wie er handelt
oder nicht handelt, so wie er spricht, so wie er zuhört, kann Vertrauen entstehen. Ob es entsteht, das liegt nicht bei ihm. Mhm. Wenn er anfängt, sich darum zu bemühen, dann läuft das möglicherweise auf Opportunismus hinaus. Welchen Politiker, würden Sie sagen, haben Sie am meisten vertraut? Da müsste ich eine große Zahl aufzählen. Nicht einem allein am meisten. Ich habe vielen Menschen vertraut. Deutschen, Franzosen, Amerikanern. Ich habe auch Polen vertraut, polnischen Politikern. Nämlich vertraut darin, dass das, was sie mir sagen, ihre wirkliche Wahrheit ist. Aber da wir von Hamburg reden, möchte ich noch etwas hinzufügen. Für die Hamburger, die ja gewohnt sind, nach draußen zu gucken, in die Welt, gewohnt sind, nach Holland zu gucken, nach England, nach Dänemark, für die Hamburger ist das Verhältnis zu anderen Nationen etwas wichtiger als für manche deutsche Binnenländer. Und mir liegt sehr am Herzen, übrigens ein Punkt, in dem ich mich mit Richard von Weizsäcker treffe. Ja. Uns liegt am Herzen, im deutschen Volk Verständnis für unsere Nachbarn zu wecken. Wie wollen Sie das machen? Ja, wir geben uns Mühe. Wir haben angefangen, eine Reihe von Büchern herauszugeben. Zum Beispiel Gerd Ruge schreibt ein Buch über Russen und Deutsche. Ja. Ein anderer schreibt ein Buch über Holländer und Deutsche. Ein drittes Buch wird erscheinen über Franzosen und Deutsche und so weiter. Das ist ein kleiner Versuch, ein kleiner Beitrag. Ich halte überhaupt in der deutschen Außenpolitik das Verhältnis zu Polen, zu Frankreich, zu Dänemark, zu Tschechien für unendlich viel wichtiger als die Beschäftigung mit Georgien und ähnlich weit entfernten Völkern. Ja, Sie sind der Meinung, da haben wir einen zu großen missionarischen Eifer, da uns zu beteiligen? Wir haben uns mitziehen lassen von amerikanischer Verführung, leider. Gut, das betrifft das Thema China genauso wie das Thema Georgien, dass wir uns da meinungsmäßig instrumentalisieren lassen? Nicht wir alle, aber einige leider ja. Ja, das heißt, was das Thema Georgien betrifft, haben wir das völlig falsch interpretiert? Wir haben es etwas falsch interpretiert, aber nehmen Sie den Fall, dass der NATO-Rat in der Hauptstadt Georgiens eine Sitzung abhält. In Tiflis, ja. Das halte ich für eine Groteske. Das ist genauso, als wenn zu Brezhnevs Zeiten der Warschauer Pakt eine Sitzung abgehalten hätte auf einer Insel in der Karibik, unmittelbar vor der Haustür Amerikas. Mhm. Das empfinden Sie als Provokation für Wladimir Putin? Wenn ich ein Russe wäre, würde ich das als Provokation empfinden. Was empfehlen Sie der deutschen Außenpolitik? Da empfehle ich Zurückhaltung, was die Welt angeht, und Intensivierung der Beziehung zu den unmittelbaren Nachbarn, von denen die Franzosen und die Polen die beiden wichtigsten sind. Aber die anderen sind beinahe ganz genauso wichtig. So, ich möchte mit Ihnen eine kleine Schlussschleife ziehen, Herr Schmidt. Nämlich, viele Menschen sind beeindruckt, dass Sie so engagiert sind im Alter, dass Sie politisch viel zu Papier bringen, dass Sie sich engagieren, dass Sie Meinung beziehen. Was ist die gewinnende Seite des Alters? Gibt es eine gewinnende, eine positive Seite des Alters? Es gibt manche positive Seiten, es gibt auch weniger erfreuliche Seiten. Wahrscheinlich ist eine der positiven Seiten die Tatsache, dass man Abstand gewonnen hat. Und dass man aus dem Abstand manches etwas klarer und deutlicher erkennt, auch beschreiben kann, als aus unmittelbarer Nähe. Ja. Das ist vielleicht ein Vorteil. Gibt es ein Stück mehr Unabhängigkeit im Alter? Wahrscheinlich ja. Aber abhängig bin ich nie gewesen. Gut, aber Sie haben vor 2 Jahren hier bei mir gesagt, Leben ohne Arbeit geht nicht. Wie ist das jetzt, kurz vor dem 90. Geburtstag? Genauso. Sie schreiben weiter? Ja. Haben Sie ein neues Buchprojekt? Nein, das habe ich nicht unbedingt, aber gegenwärtig muss ich einen Artikel zur Weltfinanzkrise schreiben. Da warten wir hungrig drauf. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja gerade gestanden, wenn es um Träume geht, um Wünsche. Sie würde gern
auf dem Schwebebalken turnen können. Haben Sie auch irgendwelche unerfüllten Wünsche, Träume? Nein, einen Wunsch hätte ich schon. Ja. Nämlich möglichst ohne große Schmerzen zu sterben. Haben Sie für sich, auch wenn Sie keinen Glauben für sich gefunden haben, eine Vorstellung von dem, was danach sein wird? Nein, habe ich nicht. Hatte Sokrates auch nicht. Kant hatte das auch nicht. Warum soll ich ihn haben? Gut, dann sind hier Ihre Wegbegleiter, Herr Schmidt, mit Ihren persönlichen Wünschen für Sie. Schauen Sie hin. Einen Wunsch hätte ich, dass er noch lange weitermachen kann. Er läuft zwar nicht mehr so gut, aber im Kopf, das ist unglaublich. Obwohl er fast 90 ist, hat er die Hoffnungen und Ideen eines jungen Mannes. Immer wenn ich nach Deutschland komme, freue ich mich, ihn zu sehen. Und wenn er nach Ägypten kommt, ist mein Haus sein Haus. Ich wünsche im Vorfeld des 90. Geburtstags von Helmut Schmidt ihm alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und beste Wünsche auch für seine Frau. Wahre Freundschaft in der Politik ist eine Seltenheit, die nur wenige Beispiele kennt. Helmut Schmidt und mich verbinden seit Jahren eine solche authentische Freundschaft. Und ich hoffe, dass diese als goldenes Zeitalter der deutsch-französischen Beziehungen in der Geschichte eingehen wird. Vielen Dank für das, was Sie haben gemacht. Ihr Freund Giscard d'Estaing, hat er recht? Ja, hat er recht. Mir fällt auf, wie alt er aussieht. Er ist 7 oder 8 Jahre jünger als ich. Na. Ich glaube, er ist 25 oder 26 geboren. Ja. Und ich 18. Ja. Aber ich meine, er hat sich noch mal richtig ins Zeug gelegt für Sie. Er hat es auf Deutsch formuliert. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen was aufgeschrieben. Freihändig Deutsch würde ihm wahrscheinlich nicht leicht fallen. Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Nichts zu danken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Nächste Woche ist Bayernwahl. Haben Sie einen Tipp dafür? Nee. Gut. Aber wenn Sie, ich habe einen Tipp für Sie. Nächste Woche 22.45 Uhr, nämlich hier zu Gast die Kinder von Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier, Max Josef und Franz Georg Strauß. Und die drei geben ihr erstes gemeinsames Fernsehinterview. Jetzt gleich kommen die Kollegen des Nachtmagazins. Heute ist Gabi Bauer dran. Bedanke mich sehr bei Ihnen. Schönen Abend noch und machen Sie es gut. Tschüss. Herzlichen Dank.